Wenn Menschen aus der Kirche austreten, wissen wir aus Befragungen, dass es im Wesentlichen an zwei Punkten liegt. Dass die Menschen den Eindruck haben, Kirche und Glauben ist für sie irrelevant in ihrem Leben. Und zweitens, dass sie keine Verbundenheit spüren zur Kirche. Und bei beiden Punkten wollen wir durch den Zukunftsprozess, der ja jetzt gestartet ist, wirklich weiterkommen. Also es geht darum, darzustellen, welche Bedeutung christlicher Glaube und eben das Engagement für Kirche, damit christlicher Glaube entsteht, welche Bedeutung diese haben. Also in frohen Zeiten und in Krisenzeiten, in großen Weltkrisen, wie aber auch in kleinen Krisen des persönlichen Lebens und natürlich in freudigen Zeiten. Und Verbundenheit, dass wir wirklich rausgehen, zugehen auf die Menschen nach den Interessen, nach den Wünschen, nach den Bedarfen der Menschen fragen und mit ihnen etwas entwickeln, wie man im Alltag in der Zivilgesellschaft gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Das ist uns wichtig und das müssen wir weiter erarbeiten, damit wir unsere Arbeit in diesem Sinne auch umstellen können.